Howdy Partner, Alex hier. Zeit für mehr Alex Ventures. Wir sind wieder beim, wie nennt man das nochmal? Naja, Leichenuntersucher. Mir fällt gerade das Fremdwort nicht ein. Verdammt, das ist peinlich. Egal, wir haben letztes Mal endlich unseren Metalldetektor bekommen und jetzt wollen wir nochmal sehen, was uns das überhaupt bringt. Außer, dass ich ihm einen Gefallen tue. Vielleicht findet er damit ja irgendwas Besonderes bei diesen zersprießten Leichen. Oder zersprossenen? Wie auch immer man sie nennt. Wahrscheinlich zersprossenen. Auch wenn es seltsam klingt. Würde dir ein Metalldetektor helfen? Hey, das ist ja fast wie Weihnachten. Würde ich auch mal sagen, mein Freund, oder? Genau dein Ding. Bis auf die Tatsache, dass ich bekommen habe, was ich mir schon immer gewünscht habe. Na also. Ein gravierter Ring. Eine Gürtelschnalle mit einem Namen drauf. Wer trägt schon eine Gürtelschnalle mit... Oh. Oh? Was oh? Das habe ich nicht verstanden. So zu enden. Dann hör auf meinen Rat. Würde nicht zu meinen Manschettenknöpfen passen. So, jetzt hast du deinen Detektor, nu? Na, ich will dich nicht weiter stören. Ich freue mich immer über Besucher. Das war's? Aber ein gravierter Ring, okay? Ich denke nicht, dass Blumenpflücken jetzt angebracht ist. Das muss doch aber Sinn und Zweck haben, oder auch nicht? Meh. Toll. Großartig. Ich habe mir davon jetzt doch ein bisschen mehr erhofft, wenn ich ehrlich bin. Ein bisschen sehr viel mehr. Dann gehen wir halt wieder zurück. Also was mir jetzt einfällt, ist zum Beispiel die High Rollers Lounge. Da müssen wir irgendwie... Da müssen wir noch irgendwas besser hinkriegen, oder? Irgendwas muss ich da ja noch ändern, sag ich mal. Das war doch hier lang, oder? Nein, 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 nein. So langsam müsste ich es mal drauf haben, wo ich lang muss, oder? So langsam. Genau, da kam ich vorhin her, das passt schon. Das ist in Ordnung. Und hier gehst du immer noch nicht durch, ne? Nein. Wahrscheinlich ist das Tor zu, was auch immer. Dann geht's hier wieder hoch. Wieder hier hoch, wieder da rein. Und wieder den Aufzug hoch. Mittlerweile nervt er auch immerhin nicht mehr. Der Kerl ist immer noch da. Stört er sich, wenn ich die Knöpfe drücke? Hey! Wow! Ich versuche hier etwas zu schlafen. Okay, Nacht. Okay. Nerv ich ihn, wenn ich das Ding auf und zu mache? Ne, sieht nicht so aus. Ah, dieses Fass wird doch noch einen Sinn mehr haben, außer dass ich es einfach nur drücken kann, oder? Kann ich es irgendwie beschädigen oder irgendwas? Kann ich mit der Sense das Ding aufschneiden vielleicht? Mal testen. Halt da. Ich möchte mir nicht die Klinge ruinieren. Okay, okay. Was habe ich noch für Items? Irgendwas muss ich benutzen. Ich muss einfach öfter versuchen, meine Items zu benutzen. Selbst wenn ich keine Idee habe, wieso. Nein. Der Dosenöffner? Ja, bis jetzt hatte ich keinen Verwendungszweck für ihn, ne? Möglich ist es. Revolutionäres Design. Öffnet Futterdosen ohne scharfe Kanten. Fantastico. Kann ich dort das Fass aufschneiden oder was? Macht doch gar keinen Sinn, aber probieren. Da nützt mir der Dosenöffner wenig. Ja, habe ich schon gedacht. Warte mal, hier sind überall Dosen. Stimmt ja. Upsala. Da nützt mir der Dosenöffner wenig. Und bei der hier? Da nützt mir der Dosenöffner wenig. Aber hier sind 1000 Dosen. Das wird doch wohl einen Sinn und Zweck haben. Da nützt mir der Dosenöffner wenig. Da nützt mir der Dosenöffner wenig. Bist du ganz sicher? Halt, bei der einen da schon. Da nützt mir der Dosenöffner wenig. 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 Beim Fass selber macht's auch keinen Sinn, ne? Nee.
Kann ich hier die Leiter hoch? Auch nicht. Da sind noch mehr Dosen mit Katzenfleisch oder was auch immer das ist. Aber ich werde doch das Ding für irgendwas hier gebrauchen können. Da nützt mir der Dosenöffner wenig. Ja, schon verstanden. Kann ich eine mitnehmen? Ich brauche kein Katzenfleisch. Sicher? Ich brauche kein Katzenfleisch. Ach, wisst ihr was, Leute? Ich muss mal wieder in die Komplettlösung gucken. Ich brauche mal einen Hinweis. So. Nimm die Pipette, der Kellner nervt dich. Wenn er in den Schrank geht, mach die Türe zu und steck die Sense durch die Griffe. Aber er nervt mich ja nicht, zumindest nicht hier. Muss der Schrank auf sein, wenn ich ihn Nerven hole quasi? Ich sagte ihnen doch, sie sollen draußen bleiben. Ich werde... Warte mal, vielleicht muss ich jetzt ganz schnell wieder rein. Je vous prie de m'excuser. Jetzt ist er wieder da. Warte mal, vielleicht muss ich ihn verfolgen oder so. Ich sagte ihnen doch, sie sollen draußen bleiben. Ich wäre nicht da reingekommen, wenn... Aber es muss auch einen Sinn und Zweck haben. Dann mille excuses. Désolé, monsieur. Je suis confus. Je vous présente mes excuses. Ja, was auch immer du mir sagst in seinem komischen Französisch, bla. Aha. Nein. Der kommt bestimmt gleich hier raus. Und da muss ich ihn immer verfolgen. Hä? Wo ist er jetzt? Wo ist er hin? Der war doch gerade auf dem Weg nach unten. Wo ist er? Jetzt ist er wieder hier. Moment mal, das wird irgendeinen Sinn und Zweck haben. Dass der hier so rumläuft? Das machen wir nochmal. Ich sagte ihnen doch, sie sollen draußen bleiben. Ich wäre nicht da reingekommen, wenn die Bedienung... Oui. Quel je fais maladroit? Je vous prie de m'excuser, monsieur. Nein, ich entschuldige dich nicht, was auch immer du da gesagt hast. Vielleicht muss ich einfach nur einen Moment warten? Das kann auch sein, dass ich hier einfach einen Moment warten muss, bis er hier wieder langkommt. Vielleicht? Nee, das habe ich schon mal probiert, ne? Und das war nicht so erfolgreich. Aha. Ja. Jetzt ist er da lang. Okay. Jetzt geh doch mal an diesen verdammten Schrank. Halt, nein! Wo ist er? Ja. Ah. Verdammt nochmal. Jetzt ist er wieder dort lang. Ah, du nerviger Kerl, du. Also, mein Freund. Langsam wirst du nervig. Jetzt geht er wieder dort lang. Was zum Teufel? Hat er nichts Besseres vor? Muss ich ihn immer erst über den langen Weg hinweg verfolgen oder so? Ist das der Trick? Ne, jetzt geht er wieder dort lang. Ach Mist, verdammt nochmal. Verdammte Axt. Ich glaube, das Spielchen können wir hier ewig treiben, oder? Mach ja den Schrank zu. Ist das... Hätte ich ihn zulassen sollen? Macht das den Unterschied? Jetzt ist er da wieder. Nerviger Sack. Na, wieder viel zu tun? Nö. Hier, warte. Hier ist meine Karte.
Das Ding taugt nur, um mir Eintritt in die Lounge zu verschaffen. Okay, okay. Sag das nicht so einfach. Wofür ist die Pipette überhaupt? Das möchte ich eigentlich nicht tun. Sicher? Ich fand das ganz gut. Aber das wird doch einen Sinn und Zweck haben. Irgendwie. Oder so. Ich sagte Ihnen doch, Sie... Ich wäre nicht... Whatever. Je suis désolé. Que je fais mal à toi? Désolé. Désolé, monsieur. Warte mal, vielleicht muss ich ihn in die Richtung treiben oder so. Nee. Wo ist er jetzt schon wieder hin? Jetzt komme ich aus der Richtung. Er hält sich einfach möglichst weit fern von mir, oder? Kann das? Irgendwie kommt mir das so vor. Aber irgendwo muss er ja sein. Gott verdammt mich. Wo ist er jetzt schon wieder hin? Ja. Wo, was? Ich verstehe es nicht mehr. Ja, jetzt war er wieder bei Maximino, was auch immer. Muss ich ihn so lange verfolgen, wie irgendwie möglich? Oh Gott. Gar nicht nervig oder so? Hab ich nichts Besseres zu tun? Nee, scheinbar nicht, ne? Und sonst ist hier ja auch nichts. Da steht in der Komplettlösung, der Kellner nervt dich. Habe ich vorher irgendwas vergessen? Ich lese mal eben die Sachen durch, ob ich irgendwas vergessen habe. Das habe ich schon, habe ich schon, habe ich schon, habe ich schon. Habe ich schon. Aha. Moment mal. Ein Tipp, den habe ich noch nicht gemacht. Okay, da wäre ich auch nie drauf gekommen, ehrlich gesagt. Zeige den VIP-Pass Glottis? Warum auch immer? Steht er auf Katzenrennen? Da wäre ich jetzt ehrlich gesagt wirklich nie drauf gekommen. Wie auch? Gehe ich gerade richtig? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Nee. Naja, jetzt bin ich auf jeden Fall hier schneller. So ein bisschen zumindest. Hier lang. Ich will eigentlich wieder zurück zu meinem Casino. Ich glaube, da muss ich wieder den Fahrstuhl nehmen, ne? Ja, genau. Immer diese Mucke, ne? Grausam. Nicht grausam, sondern Top-Mucke, aber halt! Hätte nicht hochgemusst? Habe ich mich gerade vertan? Ich glaube ja. Ja. Oder? Oder war das Casino hier unten? Nee, das war schon oben. Das war oben. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Und zwar hier oben lang, oder? Nach links ging es ja nicht, oder? Nee, genau, nach oben. Ah ja, genau, siehst du. Geht doch. Zeige den VIP-Pass Glottis. Okay. Vielleicht irgendwas kann das ja bringen. Was auch immer es bringen soll. Ich habe keine Ahnung. Na los, sei stylisch. Oh yeah, Baby. Glottis, Baby, ich habe hier was für dich. Warum auch immer. Sieh dir nur diese schicke Eintrittskarte zur High Rollers Lounge an. Ist das zu glauben, wie überheblich die da drüben sind? Ich glaube kaum, dass ihr Laden mehr VIP ist als unserer. Du etwa? Ich weiß nicht. Ich versuche da nicht hinzugehen. Tatsächlich?
Wieso nicht? Wegen meinem Problem. What the fuck? Curtis? Compadre? Ist er spielsüchtig? Aber wie soll man da denn drauf kommen? Von diesem Problem weiß man doch gar nichts. Also ich weiß, er hat ein Problem von wegen mit Werkzeugen und so und dass er immer arbeiten muss und irgendwie seinen Sinn und Zweck erfüllen will und besser gesagt auch muss. Aber ein Spielproblem? Irgendwie sagt man das nichts. Also ein Wettproblem quasi. Hä? Nein. Nein, nein. Obwohl, nein, doch, ich bin ja richtig. Naja, alles gut. Oder? Naja, ich glaube, es spielt keine große Rolle. Ich glaube, zur High Rollers Lounge war es hier lang, dann unten lang, dann wieder dort hoch und so weiter, genau. Erst hier. Dann wieder dort hoch. Und vielleicht macht Glottis da irgendwie Ärger. Das kann natürlich sein. Und dann kann ich irgendwie vielleicht den Kerl in seinem Ding da einsperren. Oder was auch immer. Na, erstmal sehen, was jetzt passiert. Du schaffst es! Los doch! Mein Schätzchen braucht neue Spoiler! Lass mich raten, Glottis. Du bist wirklich spielsüchtig? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja! Ich wusste nicht, dass du so auf Wetten stehst. Die Augen. Ja, ich musste den Ärzten versprechen, dass ich's nicht mehr tue. Aber in der High Rollers Lounge werden sie mich nie finden. Niemals! Komm, Kätzchen, lauf! Komm! Miau! Seine Augen! Ist der irre. Ja, Baby! Komm, Kätzchen, lauf! Komm! Geil. Richtig geil. Oh Gott, das ist einfach zu cool. Zu cool. So, nu. Jetzt ist der Kellner auf jeden Fall nicht mehr da vorne. Das ist ja schon mal was. Hm. Du hast es geschafft. Wo ist der Kellner hin? Los. Ah ja. Nein, du Schwein, du bleibst schön hier. Der drückt sich doch immer nur vor der Arbeit. Mehr macht er nicht. Los, Kätzchen. Miau, Baby. Jetzt vielleicht? Macht das jetzt was anderes? Irgendwie? Ich sagte ihnen doch, sie sollen draußen bleiben. Ich wäre nicht da reingekommen, wenn die Bedienung etwas flotter wäre. Was auch immer, ne? Ja, du schaffst es! Désolé. Mach schon! Je suis confus. Je suis confus. Was auch immer. Fang die Maus! So. Aber irgendwie gab es noch eine Möglichkeit, dass er da so dieses Ding hochgeht zu Glottis, oder? Wie habe ich das nochmal hinbekommen? Du hast es geschafft! Komm, jetzt hier lauf! Komm! Jetzt hier wieder lang? Ich habe keine Ahnung. Oh, das kann doch nicht wahr sein! Ja, dieser faule Drecksack. Haut immer auf ab vor mir. Vielleicht braucht er was zu essen, zu trinken, irgendwas? Nee. Seine Augen. Jo, Franzmann. Aha. Monsieur, noch einen Wein, bitte. Ja. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Monsieur Franzmann? Herrlich. Komm. Geil. Kommt er jetzt? Ja. Irgendwie sehe ich nichts. Irgendwas muss ich hier noch übersehen, oder? Was ist denn jetzt? Keine Ahnung, was jetzt ist. Bis jetzt kommt er nicht. Schon. Hey, der hat einen Drink bestellt. Kümmere dich um den Mann. Oh, das kann doch nicht wahr
Ich lese gerade noch mal durch, ob ich noch irgendwas übersehen habe. Los. Ja, ja. Brave Katze. Nimm die Pipette, der Kellner nervt dich. Brave Katze. Wenn er in den Schrank geht, mach die Türe zu und steck die Sense durch die Griffe. Muss ich einfach hier warten? Aber hier habe ich doch schon so lange gewartet damals. Ich warte mal einen Moment. Vielleicht kommt er ja irgendwann hier rein und versucht, was aus dem Schrank zu nehmen. Und man braucht ja mal Vorräte, ne? Wein? Ne, Wein hat er ja da, das Wein. Dieses Monster da oben macht mich doch wahnsinnig. Ah. Oh, aber Monsieur, je suis très désolé. Gäste haben keinen Zutritt zur Küche. Ich muss sie bitten zu gehen. Gleich, Le Roi. Raoul. Ja, ja, Le Raoul, whatever. Perfekt. Jetzt ist meine Chance gekommen. Ah, hier einfach warten? Oh, Spiel, du bist echt gemein. Da hätte ich ja ewig warten müssen, wenn ich den Tipp nicht gehabt hätte. Komm schon. Genau. Ja, voilà. Problem gelöst. Hallo, da draußen. Könnte bitte jemand die Tür aufmachen? Ich habe mich hier offenbar selbst eingesperrt. Ich bin leider sehr klaustrophobisch. Wenn also bitte jemand... S'il vous plaît! Lass mich sofort hier raus! Immediatement! Mein Schätzchen braucht neue Spoiler. Hey, ich hab Durst. Wo ist dieser Kellner? Oh oh. Geht Glottis jetzt selber auf die Suche? Okay. Aha! Excellent. What the fuck? Glottis. Du hast echt ein Problem. Du brauchst auch Urlaub. Fruchtig, aber trotzdem vollmundig. Ich glaube auch. Okay. Das Fass ist wahrscheinlich trocken, oder? Nun, wenn ich durch den Zapfhahn kriechen könnte, wäre es ein prima Versteck. Ja, wieder was gelernt. Ich glaube, unsere Sense nehmen wir besser wieder mit, oder? Das hebe ich nicht auf. Hey, und meine Sense? Wenn ich jetzt den Kellner rauslasse, dann lässt er mich in hohen Bogen aus dem Club werfen. Aber ich habe doch gesehen, dass er jetzt ausgenockt ist. Eine Dose ist aus seinem Schädel gefallen und alles. Aber was mache ich jetzt? Nichts. Dann muss doch jetzt direkt der nächste Tipp kommen. Ja. Dann kam das mit dem Anwalt, das habe ich schon gemacht. Oh, dann kommt das mit dem Metalldetektor und dem Goldstückchen in der Flasche, ja. Büchsenöffner habe ich. Vielleicht muss ich gehen. Du schaffst es. Muss ich gehen und wieder zurückkommen? Ja, bestimmt. Der andere Kerl dort hinten, vielleicht muss ich dem was erzählen. Der muss es ja irgendwie mitkriegen und seinen Boss befreien, oder? Irgendwie. Oder so. Aufwachen! Hey, ich versuche hier etwas zu schlafen. Ich muss mich für meinen Freund entschuldigen. Wenn ihr wollt, schaffe ich ihn von hier weg. Wen? Glottis? Er ist in Ordnung. Er sollte sich nur ein wenig zügeln. Ich kann kaum schlafen, weil ich ihm dauernd ein neues Fass holen muss. Okay. Nacht. Kaum schlafen. Du bist mir einer. Ja, mach's doch mal. Finde das hier mal raus und alles. Klar. Brave Katze. Vielleicht muss ich ja wirklich gehen und wiederkommen. Vielleicht macht das ja einen Sinn. Du hast es geschafft. Nein, das ändert irgendwie immer noch nichts. Oh. Na, da steht irgendwas von wegen... Öffne das große Fass neben dem Kasten mit dem Büchsenöffner. Das große Fass neben dem... Hier gibt's nur ein großes Fass. Neben dem Kasten. Meinst du diesen Vorratsschrank oder was? Okay. Da nützt mir der Dosenöffner wenig. Ja, hab ich schon fast gedacht.
Das große Fass neben dem Kasten? Das große Fass neben dem Kasten. Da nützt mir der Dosenöffner wenig. Da fällt mir nur... Ja, in der Nähe vielleicht. Nein, okay. Vielleicht muss ich erst gehen, ein paar Bildschirme weitergehen oder so, weil laut dem Spiel komme ich erst, also laut der Komplettlösung komme ich irgendwie erst ein bisschen später hier wieder zurück. Manchmal funktioniert sowas, ja. Dann gehe ich einfach mal hier hin. Hallo Carla. Ich gehe mal lieber wieder. Mittlerweile sagen wir uns wahrscheinlich schon gar nichts mehr. Wieso wollen alle Männer nur das eine, Calavera, und du nicht? Schäm dich. Wie kannst du nicht auf sie stehen? Was ist denn jetzt? Da hat sich aber nichts getan. Verdammt nochmal. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Hä? Oh, das kann doch nicht wahr sein. Nein, nein, nein. Ich wollte eigentlich zu Glottis hoch. Nochmal mit ihm reden. Weiter, Miezekätzchen. Ja, er ist zum Glück überhaupt nicht irgendwie verrückt komm, oder so. Kätzchen, lauf. Komm, 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 komm. Können wir bald gehen? Ich muss mich konzentrieren. Ja. Auf die Beine, oh. Blödes Vieh. Das war so klar. Okay, irgendwas muss ich hier noch ändern. Das, das kann doch nicht wahr sein. Kann ich das Fass vielleicht jetzt umhauen? Das hebe ich nicht auf. Irgendwas muss ich doch machen können. Hol doch mal ein neues Fass, du Typ. Oder muss ich... Schwing endlich die Pfoten los! Manchmal sagt er ja diesen Satz, dass er wieder mehr Wein braucht, ne? Das kann doch nicht wahr sein. Manchmal sagt er das ja. Vorhin, als ich hier oben war. Fang die Maus! Diese Augen. Herrlich. Ja, du schaffst es! Bus, 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 Bus! Er hat so einen Spaß. Ja! Ja! Weiter, Miezekätzchen! Das wird schon. Miau, Baby! Okay. Lauf! Ja, du hast wirklich ein Problem. Na gut, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll als nächstes. Die Sense will er ja leider nicht an sich nehmen. Das hebe ich nicht auf. Das hebe ich nicht auf. Ich höre Rupers Gezeter gar nicht mehr. Ja, also. Wenn ich jetzt den Kellner rauslasse, dann lässt er mich in hohen Bogen aus dem Club werfen. Das hebe ich nicht auf. Ich will die Sense. Das hebe ich nicht auf. Das hebe ich nicht auf. Egal. Da muss ich mich irgendwo woanders mal schlau lesen. Ich brauche mal einen Tipp, wie ich hier jetzt weiterkomme. Naja, bis zum nächsten Mal werde ich wahrscheinlich hoffentlich was finden. Von daher, mein Name ist Alex. Ich kam, ich sah, ich spielte.